Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Point Hospital. Seid ihr eigentlich auch alle in diesem Apex beförderter Mitarbeiter? Das geht von alleine. Seid ihr eigentlich auch in diesem Apex-Wahn? Also ich schon. Nicht in so einem Extrem-Wahn, aber ich bin schon in so einem Wahn drin. Also man daddelt das schon ziemlich viel. Ja, mein erster Battle Royale-Modus, den ich wirklich suchteln tue. Wird sich blöd an. Isarwasser. Wir hätten nur zwei Leute, die Diagnosetechnik 2 haben. Das ist schon ziemlich lächerlich, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß, und wir können einen einzigen damit ausbilden. Lächerlich. So, wenn der dann gleich so weit ist, dann kommt der gleich auf Stufe 2. Sofort updaten, Leute, weil sonst bringt uns das gar nichts. Ich hab grad gedacht, Alter, was backt denn hier rum? Der Hubschrauber. Mutti, Hubschrauber. So, wo bleibt jetzt der Patient? Autor und Fürsprecher der Yeti-Stiftung Bartholomew F. Yeti tritt zum Anlass des 20. Jubiläums seines bahnbrechenden Werkes Viele Haare, viele Bürsten in einer Kunsteinrichtung in ihrer Nähe auf. Oh. Kritiker bezeichnen sein Werk als dringlich, verwirrend und schön bunt. Ich gehe mal ganz kurz bei und mach mal ganz kurz eine Kopie. Karten in Kürze ausverkauft. Dann gehen wir ganz kurz bei, hauen da schon mal das Update rein. Und wenn ich gleich hier Ting mache, so, hauen wir da auch noch ganz schnell das Update rein. Habt ihr gesehen, was da angeradelt kommt? Ja, und die kommen erst von da oben. Also, Megascanner ist im Dienst. Ist im Dienst, Leute. Ja. So. Jetzt lassen wir das aber auch erstmal ein bisschen laufen. Unsere Handwerker werden sich darum kümmern. Wir machen auf jeden Fall 68.000 Profit. Wir haben ja in einem Monat zwei Stück davon gebaut, macht 120.000, gleich 120.000 minus. So, hier läuft die DNA nicht mehr, weil der Typ jetzt in Urlaub geht. In Pause. Urlaub hier wäre ja noch schlimmer, wie jetzt schon ist, ja. So, wir haben hier, da kommt doch der Dritte. Ja, sieh da, meine ich. Ich bin nicht erwachsen, ich darf noch ein Kind sein, ja. Ich würde ja gerne noch eine Kampagne starten, ne? Der jetzt gerade gegen den Megascanner getreten. Klopf, klopf, klopf. Was ist los? Unterbezahlt, müde, sehr durstig. What? Unterbezahlt. So. Alter, ich hab gerade schon angeglichen. Schreib doch Briefe, sei doch nicht immer so pissig. So, wir müssen auf jeden Fall hier dann gleich noch so ein paar Kohleautomaten und so einen ganzen Gedöns hinsetzen. Ja, auf jeden Fall auch nicht schlecht. Bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. Vielen ja, Dank. Also 257 Tage ist natürlich jetzt auch wirklich eine Ansage, ne? DNN. Und dann. Ja, will ich nach Hause. Ja, bei 257 Tagen würde ich auch nach Hause gehen. Also, was ist mit dir denn hier los? Dann gibt's noch mal ein bisschen mehr Geld, ne? Bist du dann besser zufrieden? Temperatur zu warm. Ja, dann geh doch in die Räume. Jetzt rennt er weg, weil hier ist noch nichts. Jetzt hat er gute Laune. Ja gut, ist okay. Warum auch immer. Ich muss hier wenigstens hier so ein paar Getränkeautomaten hinstellen, Leute. Hier so einen schönen Energy-Drink.
Ein Snackautomat. Machen wir das so. Da, bitteschön. Auf der Fensterbank von meiner Kabine sitzt eine Dame. Da haben wir 36.000. Müssen wir mal gucken, wie wir hier noch eine kleine Toilette hin platziert bekommen. Was hat sie vor? Wer hat sie geschickt? Oh, sie ist weggeflogen. Ich schätze, sie hat genug Material gegen mich gesammelt. Es folgt noch etwas Musik. Ja, ist zwar ein bisschen voll hier, aber... Dann wir platzieren die so. Wer reinkommt, hört gleich die Leute beim Abdrücken. Hier vorne machen wir die Tür hin. Dann brauchen wir ein Waschbecken. So zwei. Und hier drüben Handtrockner. Da brauchen wir natürlich einen Abfalleimer. Und das waren die Schwitzen beim... Wisst ihr Bescheid? Gibt es hier noch eine Klima. Ein Blümchen für den guten Willen. Ah, man hätte jetzt noch einen verlängern können, ne? Ei, das war wieder schlechte Erfindung. So, der erste ist dann gleich hier fertig. Zack, Megascanner Stufe 2, Junge. Jetzt knallt's hier im Gesicht. So. Mit der Toilette, das finde ich hier gar nicht so schlecht. Die da hinten, doch, die sollte eigentlich auch funktionieren. Man muss überlegen, wir haben hier noch ein ganzes Grundstück wirklich frei, ne? Also. Ein Arzt in die Abrundungstherapie, bitte. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, hier müsste noch eine Klima hin. Hier ist es zu warm. Was sollten wir dann auch ganz gut hinbekommen? Hier hinten fehlen uns überall Ärzte jetzt. Was soll ich machen? Das ist doch auch alles nur Bullshit hier, die Ärzte. Sorry. Ja, man könnte natürlich auch beigehen und sagen, okay, zum Beispiel den und den kann ich einstellen, die haben und den, die haben alle beide einen Platz frei, aber auf was klatsche ich die dann? Allgemeinmedizin? Ist schwer, ne? Den richtigen Flow zu finden, Leute. Wir brauchen einen Flow. Erstmal hätte ich aber hier gerne noch eine Klima. Eine Reporterin von Radio Two Point ist hier. Erstmal hier ein bisschen die Temperatur gesenkt. So, jetzt haben wir hier nämlich Stufe 2 und durch Stufe 2 sollten wir normalerweise 25% und Diagnosevermögen nochmal um 50% erhöht. Jetzt sollte er eigentlich die Diagnose hier super haben. 26% Diagnose. Willst du dich verarschen? Ja, er ist Forscher, er hat gar keinen Platz dafür eigentlich. Also eigentlich ist er total scheiße. Was bist du für ein Hansblut? Er ist Allgemeinmediziner. Aber wie viel erreichst du jetzt da? 26%. 26%, das ist ziemlich wenig. Wenn ich den jetzt update, dann kommen wir auf plus 50% Diagnosevermögen. Ja. Ich muss zusehen, dass wir mehr Ärzte kriegen. Und aus diesem Grund mache ich jetzt einfach mal so. Lass es jetzt noch mal ein bisschen laufen, weil ich muss jetzt gleich Ärzte einstellen. Und die Ärzte muss ich dann gleich wieder... Na toll. Bereit für die Weiterbildung. Also den hätte ich gerne. Den hätte ich gerne. Und den hätte ich gerne. Das sind drei Ärzte. Und das müssten eigentlich jetzt diese drei sein, die wir jetzt dafür benutzen.
Das kann ich mir leisten. Das kann ich mir sogar leisten. Kurs starten. So, jetzt gehen die drei nämlich gleich in die Allgemeinmedizin. So, Tschüssikowski. Ja, vor ihr irgendwas dürft ihr mal Fortbildung her. Doch, Fortbildung. 45%. Okay, das war schon mal gar nicht so schlecht, die Diagnose gerade. 45%. Da haben wir doch schon fast die Hälfte, ne? Von dem Hanswurstkittel. Wie viel hat da jetzt gestanden? Habe ich nicht gesehen. Schade. Auf jeden Fall geht das schon etwas schneller in dem Megascanner. Also, erhoffe ich mir zumindest, ja? Dass die Diagnose und das wirklich ein bisschen schneller geht. Ja, jetzt könnten wir das mit dem Updaten erstmal vielleicht lassen. So, updaten. Updaten. So, dann haben wir den auch auf Stufe 3, weil wir müssen die auf Stufe 3 kriegen. Also das wird uns sonst zum Verhängnis, Leute. Das ist jetzt mal kein Flachs, ja? Das wird uns zum Verhängnis, Leute. Habt ihr gehört? Ein Assistent wird an der Aufnahme verlangt. Also, okay, wir haben einen Notdienst. Eine 7% mit Schildkrötensystem. Behandlungsraum Strecksaal. Eine im Krankenhaus. Ja, hau raus hier, Junge! Patienten mit Schildkrötensyndrom sind unterwegs. Ja, die Ultras sind da. Sie kommen. Haltet euch fest, die Ultras. Also. Ich weiß auch gar nicht, ob das schlau ist. Zum Beispiel, wir haben ja unseren Pausenraum. Es gibt wirklich ein Feuer. Die beste Gelegenheit zu üben. Und weder ist kein Feuerlöscher mehr. Wir haben aber da draußen noch ein paar Feuerlöscher. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Preisverleihung. Schnallen Sie sich an. Sie werden erleben, wie jetzt das Krankenhaus zu einem gutes Krankenhaus wird. Aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres, bestes Lernkrankenhaus, Patientenpreis, Krankenhaus mit der besten Forschung, Krankenhaus des Jahres. Ja, wer hätte es denn sonst erwartet? Nur ich. Wir stellen da und dann nochmal einen Feuerlöscher hin, so. Dass wir auf jeden Fall hier Feuerlöscher zur Verfügung haben. Pflanzen benötigen Wasser. Herausforderung, verdienen Sie 400.000? Ja, ist doch gar kein Ding. Ja, da haben wir jetzt gerade keinen. Das ist aber auch alles nicht schlimm. Die Dinger müssen jetzt erstmal geupdatet werden und dann verdienen wir auch damit wieder unser dementsprechendes Geld. So, was ist jetzt hier los? So, die drei sind immer noch in der Fortbildung. Wie siehst du eigentlich aus? Ganz okay, du auch ganz okay, du auch ganz okay. Ich würde gerne wissen... 158, okay. Der ist dann auch bald schon wieder soweit. Wenn die nämlich dann wieder zur nächsten Fortbildung, also zur nächsten Beförderung stehen, dann muss ich auf jeden Fall zusehen, dass wir das laufen kriegen. Wir haben jetzt schon den 19 und ich brauche auf jeden Fall dicke, fette Hausmeister. Den nehmen wir auch noch. So. So, also mir gefällt das eigentlich ziemlich gut. Wir müssen nur noch ein bisschen mehr Hausmeister, wirklich. Feuerübung. Es gibt wirklich ein Feuer, die beste Gelegenheit zu üben. Ich sehe kein Feuer. Wir haben das Feuer schon da oben. Ist denn einer auf dem Weg? Vielleicht macht's Puff. Muss Hausmeister Krause. Da kommt er. Ne. Hat er das jetzt gelöscht gehabt? Keine Ahnung. Es wird repariert, alles klappt.
So, das wird immer noch geupdatet. So, hier ist jetzt der Kurs erfolgreich beendet. Und guck mal, hier allgemein hätten dann gerne auch zwei neue Leute. Das finde ich sogar ziemlich nice. Nice, Baby. Nice. Oh. Alles klar, Kurs starten. Und dann könnten wir eigentlich jetzt wirklich mal beigehen. Und einfach mal eine große Kampagne, kostet 40.000. Wir hauen jetzt einfach hier auch mal 60.000 raus für 5 Monate. Zack, bumm, bang, puff. Alles klar. Unser Krankenhaus, bestes Krankenhaus. Bitte schneiden Sie sich an. Hier ist das beste Krankenhaus der Welt. Hier, Two Point Hospital. Kommen Sie bitte zu mir. Das ist das beste Krankenhaus der Welt. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich alles klar. Ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.